herzlich willkommen zum Online-Seminar Grundlagen der artgerechten Pferdefütterung. Mein Name ist Katrin Skalitz und ich bin Inhaberin der Firma Natürlich Pferd. Das Fundament jeder artgerechten Pferdefütterung ist qualitativ hochwertiges, artenreiches Heu und natürlich der Weidegang im Sommer. Doch bevor wir uns mit dem Fundament der artgerechten Pferdefütterung beschäftigen, machen wir noch einen ganz kleinen Exkurs in die Physiologie des Pferdes. Die Voraussetzung für gesunde und leistungsfähige Pferde ist eine den anatomischen und physiologischen Bedingungen angepasste artgerechte Fütterung. Pferde sind evolutionär bedingt reine Pflanzenfresser und finden auf ihren Wanderungen ein reiches Angebot an Pflanzen. So entwickelten sie sich zu Dauerfressern. Sie sind daran angepasst, nahezu ständig kleine Mengen grobfaseriges Pflanzenmaterial aufzunehmen. Deshalb fasst der Magen eines Großpferdes nur etwa 15 Liter und es wird ständig Magensäure produziert. Die starken Backenzähne zerkleinern grob strukturierte Futtermittel wie Heu, Stroh und Körner. Durch das Kauen werden die Zellwände der Pflanzen aufgebrochen. Defekte Backenzähne führen unweigerlich zu einem mangelhaften Aufschluss des Futters und dadurch zu einer deutlich schlechteren Futterverwertung. Regelmäßige Zahnkontrollen sind deshalb von großer Wichtigkeit. Im Maul wird während des Zerkleinerungsprozesses viel Speichel gebildet, der den Nahrungsbrei durchfeuchtet und ihn so gleitfähig macht. Pro Kilogramm Heu etwa 5 Liter Speichel. Doch die produzierte Speichelmenge ist sehr individuell. Manche Pferde produzieren mehr Speichel als andere. Am Verdauungsprozess ist der Speichel des Pferdes direkt beteiligt. Er enthält das Verdauungsenzym Pepsinogen, welches im Magen zu Pepsin aktiviert wird und dort mit der Verdauung von Proteinen beginnt. Weiterhin enthält der Speichel Bicarbonate und Natriumchlorid, welches die Magensäure puffert und verhindert, dass sie zu sauer wird und Schäden an der Magenwand verursacht. Der zerkleinerte Futterbrei wandert durch Abschlucken über den langen Schlund in den Magen. Der Mageneingang wird durch einen starken Muskelring, den Sphinkter, verschlossen. Er ist sehr stark verschlossen, damit den Pferden beim Fressen vom Boden nicht ständig Nahrungsbrei über den Schlund zurück ins Maul fließt. Entsprechend können sich Pferde nicht übergeben. Alles, was über das Maul in den Magen gelangt, muss durch den Darm wieder hinaus. Der Magen ist beim Pferd recht klein und nimmt nur etwa 10% des Verdauungsapparates in Anspruch. Entsprechend kurz ist die Verweildauer des Futters im Magen. Sie beträgt durchschnittlich 2 bis 4 Stunden. Durch peristaltische Bewegungen wird der Nahrungsbrei vorwärts bewegt und mit Magensäure vermischt. Im vorderen Teil des Magens findet sich ein pH-Wert von etwa 5,5, im hinteren Teil sinkt er auf 2,5 ab. Die Magensäure tötet schädliche Keime. Bereits im Magen finden geringe Fermentationsprozesse durch Milchsäurebakterien, Streptokokkenstämme, Pilze und Protozoen statt. Sie verdauen leicht verdauliche Kohlenhydrate und freie Aminosäuren. Ist der pH-Wert des Magens nicht niedrig genug, zum Beispiel durch Kraftfutterfütterung auf leeren Magen, kann es zu einer unnatürlichen Vermehrung dieser Organismen mit einhergehender übermäßiger Gasbildung kommen. Dies kann zu Magenrissen und Gaskoliken führen. Durch den Magenausgang, Pylorus genannt, gelangt der Futterbrei in den Dünndarm. Im Dünndarm wird der Futterbrei nun mit Gallenflüssigkeit und Verdauungsenzymen versetzt. Dies bewirkt ein Ansteigen des pH-Wertes auf ein neutrales Niveau. Hier werden Proteine, Zucker, Stärke und Fette verdaut. Über die Darmzotten werden die Nährstoffe aufgenommen und über das Blut- und Lymphsystem vornehmlich zur Leber abtransportiert. Durch die Peristaltik wird der Futterbrei in den Dickdarm transportiert. Hier siedeln Billionen von Mikroorganismen, die die komplexen Strukturkohlenhydrate wie Zellulose, Hemicellulose, Pektin und Lignin zersetzen, sodass die Bausteine dieser Stoffe aufgenommen und weiterverarbeitet werden können, zum Beispiel zur Energiegewinnung. Die Darmflora des Pferdes ist sehr empfindlich. Bereits kleinste Störungen können Durchfall, Kotwasser und im schlimmsten Fall Koliken auslösen. Umso wichtiger ist es, das Pferd artgerecht zu füttern. Der verbleibende Rest unverdaulicher Futterbestandteile wird unter vorherigem Wasserentzug ausgeschieden. Man kann Pferde in verschiedene Urtypen einteilen.
Typ 1, das Urpony. Das Urpony war weit verbreitet. Fossile Funde gibt es auf fast allen Kontinenten. Es war ein sehr guter Futterverwerter, welches sich im Sommer Fettreserven anfraß, um im kalten, schneereichen Winter davon zehren zu können. Ein bis heute fast unveränderter Vertreter ist das Exmoor-Pony. Typ 2, das Tundrenpony. Das Tundrenpony war in Tundren, kalten Steppen und im Hochgebirge zu Hause, hauptsächlich im ariden asiatischen Steppenklima. Es war ebenfalls ein sehr guter Futterverwerter. Das Tundrenpony ist wahrscheinlich der Stammvater der westeuropäischen und alpenländischen Kaltblüter. Typ 3, das Steppenpferd. Das Steppenpferd lebte ursprünglich in Asien, Südeuropa und Nordafrika. Es gab das ganze Jahr über karges Raufutter, deshalb waren sie im Vergleich eher schlechte Futterverwerter. Typische Vertreter sind heute zum Beispiel die Berber. Typ 4, der Uraraber. Der Uraraber lebte in Halbwüsten und war somit an ein trockenes, heißes Klima angepasst. Wie auch das Steppenpferd ist der Uraraber ein eher schlechter Futterverwerter und kann übermäßiges Futterangebot sehr lange kompensieren. Das Verbreitungsgebiet war groß, von Südasien bis Ägypten. Er ist der Uran aller edlen orientalischen Pferderassen. Eine Vermischung dieser Urtypen gab es in den Randgebieten ihrer Vorkommen und natürlich durch den Menschen. Deshalb ist eine klare Abgrenzung nur noch selten möglich. Die Behauptung, Pferde wären reine Steppentiere, ist schlichtweg falsch. Pferde waren schon immer über ganz Europa, Asien, Nordafrika verteilt. Je nach Region und Jahreszeit stand ihnen eine Vielzahl von Pflanzen zur Verfügung, die zum Beispiel im Frühjahr in Mittel- und Nordeuropa durchaus protein- und energiereich waren. Gesunde Pferde können zumindest kurzfristig das 200-fache an Protein verstoffwechseln und je nach Typ auch vorübergehend ein Überangebot an Futter gut kompensieren. Zucht und Selektion durch den Menschen führten zu einer teilweise starken Vermischung dieser Urtypen. Je nachdem, welcher Urtyp dominiert, kann man Rückschlüsse auf die individuellen Futterbedürfnisse unserer heutigen Pferde ziehen. Jedoch ist allen gemein, dass die Futtergrundlage artenreiches Heu sein sollte. Doch wie bekommen wir artenreiches Heu? Dazu müssen wir etwas tiefer gehen und uns anschauen, was die Voraussetzungen sind, dass viele unterschiedliche Pflanzen wachsen können. Um artenreiches Heu produzieren zu können, müssen wir die Zusammenhänge verstehen lernen. Denn in der Natur gibt es nur Kreisläufe, keine Einbahnstraßen. Nur wir Menschen haben ein besonderes Talent dafür, die Kreisläufe der Natur zu durchbrechen und Einbahnstraßen zu schaffen. Der Boden ist nicht nur das Medium, an dem sich die Pflanzen festhalten, sondern es ist ihr Lebenselixier. Die oberste Bodenschicht, genauer gesagt der Humus oder auch Muttererde genannt, ist ein lebender Organismus. Alles Leben beginnt und endet in der Muttererde. Humus entsteht durch ein komplexes Zusammenspiel anorganischer Umsetzungen und Lebensprozesse der im Boden lebenden Mikroben und Kleinlebewesen. Den Regenwürmern kommt bei der Bildung von Humus eine wichtige Rolle zu. Der Regenwurm nimmt als Destruent eine zentrale Stellung beim Abbau organischer Substanzen im Boden ein. Er bohrt seine Gänge in den Boden und frisst dabei Bakterien, Einzeller, Pilze und Pflanzenreste. Er holt sich auch Pflanzenteile und zieht sie in den Boden. Seine lufthaltigen Gänge schaffen eine Wohlfühlumgebung für aerobe Bakterien, die den Rotteprozess dieser Pflanzenteile beschleunigen. Der Kot des Regenwurms enthält große Mengen Mineralien, die er aus den unteren Bodenschichten mit nach oben bringt und so den Pflanzen zur Verfügung stellt. Er lockert den Boden und macht es den Pflanzen so einfacher, tief zu wurzeln. Schlecht aufbereitete Gülle oder zu häufige Gülledüngung ist der größte Feind des Regenwurms. Sie verätzt die empfindliche Haut und er stirbt. Eine alte Bauernweisheit besagt, der liebe Gott weiß, wie man fruchtbare Erde macht und er hat sein Geheimnis den Regenwürmern anvertraut. In nur einer Handvoll Humus leben mehr Mikroben und Kleinlebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. All diese Organismen lösen organische, also pflanzliche, tierische und mineralische Substanz auf, bauen diese zu neuen Bausteinen organischer Substanz um und leiten diese durch das Wurzelhaarsystem weiter in die Pflanze. Die Gesamtheit der im Boden lebenden Organismen wird als Edaphon bezeichnet. Der Humus ist somit von größter Bedeutung, wenn es um die Erhaltung von Leben geht.
Nur ein humusreicher und damit fruchtbarer Boden vermag den Pflanzen ausreichend Nährstoffe zu liefern, damit wir letztlich artenreiches und damit nährstoffreiches Heu erhalten. Durch Düngung mit Mineraldünger und faulender Gülle wird die Humusschicht immer weiter abgebaut. Diese Düngemethoden tragen nichts dazu bei, den Humus zu erhalten, was in der landwirtschaftlichen Nutzung von größter Bedeutung ist. Die einzige Pflanzengemeinschaft, die mehr Humus produziert, als sie verbraucht, ist der Wald. Eine Ausnahme bilden die Leguminosen wie beispielsweise Luzerne. Wir Menschen haben es geschafft, innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten durch eine verständnislose Wissenschaft und profitorientierte Wirtschaft so viel Humus zu zerstören, wie die Natur in vielen Jahrtausenden aufgebaut hat. Die Düngung mit Stallmist trägt ebenfalls kaum etwas dazu bei, die Humusschicht zu erhalten und aufzubauen. Mist ist ein Fäulnisprodukt, denn er entsteht unter anaeroben Bedingungen. Das Edaphon sind aber in der Hauptsache aerobe, also sauerstoffliebende Lebewesen. Frischer Stallmist muss erst unter hohem Aufwand vom Edaphon umgebaut werden, damit er für die Pflanzen nutzbar ist. Doch bis das geschieht, haben Regen, Wind und Sonne bereits einen großen Teil der Nährstoffe zerstört. Durch frischen Stallmist wird die Pflanze sogar in ihrem Wachstum gehemmt. Um die Humusschicht zu erhalten und aufzubauen, ist es daher wichtig, mit Kompost zu düngen. Kompost entsteht durch Rotteprozesse, also Prozesse, die von sauerstoffliebenden Lebewesen durchgeführt werden. Ich fasse noch einmal das Wichtigste zusammen. Humus ist die oberste Bodenschicht voll mit unzähligen Lebewesen, die organische Substanz abbauen, umbauen und wieder aufbauen. Der Boden ist nur fruchtbar, wenn er eine ausreichende Humusschicht aufweist. Je dicker die Humusschicht, desto fruchtbarer ist der Boden. Nur ein humusreicher Boden schafft die Voraussetzung für artenreiches Pflanzenwachstum und einen hohen Nährstoffgehalt. Kompost ist die Vorstufe des Humus. Kompostdüngung trägt zur Erhaltung und zum Aufbau einer Humusschicht bei. Frischer Stallmist, faulende Gülle und Mineraldünger hingegen stören das Edaphon und verringern die Humusschicht. Nun wird sich der ein oder andere fragen, was habe ich damit zu tun? Ich produziere mein Heu nicht selbst. Ihr könnt einen großen Beitrag dazu leisten, indem ihr biologisch produziertes Heu kauft. Denn in der biologischen Landwirtschaft sind Kunstdünger nicht erlaubt. Zudem müssen die Landwirte, so wie in früheren Zeiten, als es noch keine Kunstdünger gab, darauf achten, ihre Felder und Wiesen so zu bewirtschaften, dass sie auch langfristig gute Erträge einbringen. Und dies wird nur durch eine naturgemäße Bewirtschaftung erreicht. Ein weiterer Aspekt, um artenreiches und nährstoffreiches Heu zu erhalten, ist der Schnittzeitpunkt. Darüber scheiden sich wirklich die Geister. Die einen sagen Anfang bis Mitte der Blüte und die anderen bis nach der Blüte. Ich glaube, dass eher Ende der Blüte als Schnittzeitpunkt anzustreben ist. Der Grund dafür ist, dass die meisten Pferde heutzutage im Freizeitbereich anzutreffen sind, sofern sie denn überhaupt reiterlich genutzt werden. Und selbst hier ist das Energiepotenzial unserer Pferde längst nicht ausgeschöpft. Sogar in Offenstallhaltung bewegen sich unsere Pferde nicht mal ansatzweise so viel, wie sie es in freier Natur tun würden. Ein wildlebendes Pferd läuft bis zu 40 Kilometer am Tag. In einem gut durchdachten Offenstall mit vielen Bewegungsanreizen etwa 10 Kilometer. Nur wenn große Weideflächen hinzukommen, kann die täglich zurückgelegte Strecke auch 20 bis 30 Kilometer betragen. Früher war es üblich, nur ein- bis zweimal im Jahr, je nach Witterung und Region, Heu zu ernten. Doch je profitorientierter die Landwirte wurden, desto öfter wurde geschnitten. Inzwischen produzieren etwa 90% der Landwirte in Österreich Silage. 4 bis 5 Schnitte sind in der Silageproduktion heute Standard. Das Minimum bei Heuwiesen liegt derzeit bei 2 Schnitten, aber ich kenne auch Betriebe, in denen 3 bis 4 Mal geschnitten wird. Dieses Heu ist natürlich weit davon entfernt, auch nur ansatzweise pferdegerecht zu sein. Es enthält ein hohes Maß an Protein und wenig Rohfaser. Es ist artenarm und damit nährstoffarm. Vor allem das Spurenelement Selen, welches immer wieder in den Fokus gerät, wird von der Pflanze erst in ausreichender Menge aufgenommen, wenn sie reift. Dieser Reifeprozess wird allerdings durch das Schneiden unterbrochen. Die Behauptung, Deutschland und Österreich wären Selenmangelgebiete, ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Sicherlich gibt es Flächen, auf denen tatsächlich zu wenig Selen vorhanden ist, aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel, wie es heutzutage gern dargestellt wird. Es gibt einen sehr aufschlussreichen Artikel von Dr. Stefan Brosig, Unser täglich Selen gib uns heute. In diesem Artikel beschäftigt sich Brosig mit der angeblichen Selenarmut unserer Böden.
Und er hat vollkommen recht, wenn er sagt, dass es längst keine Pferde mehr geben würde, wären unsere Böden tatsächlich so selenarm, wie behauptet wird. Die Selenarmut unseres Heus rührt daher, dass die Pflanzen zu früh geschnitten werden, also bevor die Pflanze Selen einlagert. Hinzu kommt der Humusmangel, denn das Edaphon macht das Selen erst für die Pflanze verfügbar. Habe ich einen humusarmen und damit edaphonarmen Boden und schneide die Wiese zu früh, habe ich auch wenig Selen im Heu. Wie ihr sehen könnt, ist der Selengehalt im Heu, welches ich meinen eigenen Pferden füttere, trotz des angeblichen Selenmangelgebietes extrem hoch. Um genau zu sein, knapp 5-mal höher, als es ein Großpferd überhaupt bräuchte. Der Betrieb, aus dem das Heu stammt, wird seit 1995 biologisch bewirtschaftet. Auch das Bioheu, welches ich für meine Futtermittel verwende, stammt aus einem Betrieb, der seit längerer Zeit biologisch bewirtschaftet wird. Hier sind die Selengehalte vergleichbar hoch. Dieser Betrieb ist etwa 80 Kilometer entfernt. Beide Betriebe achten nicht nur auf eine naturgemäße Bewirtschaftung, sondern auch auf Artenreichtum und den richtigen Schnittzeitpunkt. Um die Qualität von Heu beurteilen zu können, ist es wichtig, die Heuwiesen vor der Mahd anzuschauen. Kann man viele verschiedene Pflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien ausmachen, ist das schon ein gutes Zeichen. Gleichförmige und gleichfarbige Wiesen, vielleicht mit vielen gelben Löwenzahnblüten, ist nicht für Pferde geeignet. Solche Wiesen bestehen zumeist aus Weidelgras und dessen Kreuzungen. Sie sind reich an Protein und arm an Rohfaser. Hinzu kommt der teilweise extrem hohe Zuckergehalt, der bis zu 40% betragen kann. Hier sind Stoffwechselentgleisungen mit den einhergehenden Erkrankungen wie Hufrehe und EMS und Magen-Darm-Probleme vorprogrammiert. Je mehr unterschiedliche Pflanzen im Heu bzw. auf der Heuwiese zu finden sind, desto besser ist das für die Gesundheit eurer Pferde. Hinzu kommt noch, dass die Nutzungselastizität, also die Variabilität des Schnittzeitpunkts, steigt, je artenreicher eine Wiese ist. Und auch die Alkaloidgehalte, also die Gifte, die die Pflanzen in Zeiten der Dürre oder des Nährstoffmangels produzieren, sind deutlich geringer. Auf einer artenreichen Heuwiese kann der Schnittzeitpunkt bei ungünstigen Wetterbedingungen um mehrere Wochen verschoben werden, ohne Qualitätseinbußen, da sich durch die Artenvielfalt die Pflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. In Monokulturen ist dies nicht möglich. Hier muss die Wiese in einem sehr engen Zeitfenster gemäht werden. Adäquate Alternativen zu Heu gibt es in der Pferdefütterung, abgesehen vom Weidegang im Sommer, nicht. Silage ist kein geeignetes Grundfuttermittel für Pferde. Einerseits ist Silage durch den frühen Schnitt nicht nur artenarm, sondern auch proteinreich, rohfaserarm und reich an Zucker. Andererseits wird Silage durch Milchsäuregärung haltbar gemacht. Während des Silierprozesses sinkt der pH-Wert auf etwa 4 bis 4,5 ab. Silage ist also ein unter halbwegs kontrollierten Bedingungen vergammeltes Gras. Selbst wenn der Silierprozess optimal abläuft und die Silage einwandfreie Qualität aufweist, ist sie nicht für Pferde geeignet, da es durch den niedrigen pH-Wert, verursacht durch die Milchsäure und durch ungenügende Einspeichelung, da Silage einen recht geringen Rohfasergehalt aufweist und somit leichter zu kauen ist, zu einer Übersäuerung des Magen-Darm-Traktes kommen kann. Dies führt unweigerlich zu Magenschleimhautentzündungen, Magengeschwüren, Darmschleimhautentzündungen und damit zu einer deutlich schlechteren Futterverwertung, Stoffwechselstörungen, Kotwasser, Durchfall und Krankheitsanfälligkeit. Weiterhin neigen Pferde bei Silagefütterung zu Verfettung, nicht nur durch den höheren Energiegehalt, sondern auch durch die geringere Kautätigkeit und damit zu vermehrter Futteraufnahme. Hinzu kann es, wenn der Silierprozess nicht optimal abgelaufen ist, zu Vergiftungen mit Mykotoxinen und Bakteriengiften wie Botulismus kommen. Es liegt also an euch, mit den Landwirten in eurer Umgebung ins Gespräch zu kommen, zu klären, welche Heuqualität gut für Pferde ist und welche nicht, sodass die Heuproduzenten nicht am Bedarf vorbei produzieren. Sicherlich geht bessere Heuqualität oft auch mit höheren Preisen einher, aber wenn man bedenkt, wie viel Geld sinnlos verschleudert wird für Zusatzfuttermittel und Tierärzte, was gar nicht notwendig wäre, wenn man gutes Pferdeheu füttern würde, dann lohnen sich die Mehrkosten allemal.
Zusätzlich zum Heu ist der Weidegang in den Sommermonaten von großer Bedeutung für unsere Pferde. Im frischen Gras befindet sich das Maximum an Nährstoffen, denn egal welche Konservierungsmethode angewendet wird, es geht immer mit Nährstoffverlusten einher. Diese betragen je nach Konservierungsart durchschnittlich 20-30%. Aber nicht nur für die optimale Nährstoffversorgung ist der Weidegang unentbehrlich. Auch die physische und psychische Gesundheit wird gefördert. Die selbstständige Futtersuche und Aufnahme auf der Weide ist ein elementares Grundbedürfnis der Pferde. Das, was wir gerade über das Heu gelernt haben, gilt natürlich auch für eure Weide. Frühes Anweiden, oft schon Ende März, Anfang April, und das schnelle Abgrasen bis zur Grasnarbe führt unweigerlich zur Artenarmut. Hier wachsen dann nur noch Gräser, die mit der Bodenverdichtung gut zurechtkommen und sich über ihre Wurzeln vermehren. Diese sogenannten Magerweiden sind eigentlich alles andere als mager und erhöhen die gesundheitlichen Risiken für eure Pferde. Denn Gras, welches durch ständige Beweidung in Stress gerät, bildet vermehrt Fruktane und Toxine. Auch die eventuell vorhandenen Mykotoxine der Endophyten werden nun vermehrt gebildet, denn der Pilz will seine Wirtspflanze beschützen. Hinzu kommt noch, dass die Pferde nicht mehr aussortieren können. Wer schon einmal Pferde auf einer artenreichen Wiese beobachtet hat, hat sicherlich gesehen, dass Pferde äußerst selektiv fressen. Sie reißen nicht die ganze Pflanze ab, sondern nur die oberen Teile, die Blüten, die Samen und Fruchtstände und die jungen Triebe. In der freien Natur sind Pferde im langsamen Schritt bis zu 18 Stunden täglich mit der Futtersuche und Aufnahme beschäftigt. Die restliche Zeit wird zum Dösen, Schlafen, soziale Interaktion, Kot- und Harnabsatz aufgewendet. Haltungsformen wie die Offenstallhaltung und der Paddock Trail mit Heu zur freien Verfügung kommen diesen natürlichen Rhythmen am nächsten. Hier können sich die Pferde jederzeit frei bewegen, ihre sozialen Kontakte ausleben und vor allem den Großteil des Tages der Futteraufnahme widmen. In Offenstallhaltung gehaltene Pferde leiden deutlich seltener an Atemwegserkrankungen, Koliken und es kommt seltener zu Verletzungen, da der Bewegungsapparat quasi ständig trainiert wird. Auch die Futterverwertung funktioniert häufig besser, da der Stoffwechsel und die Darmmotorik durch die vermehrte Bewegung angeregt werden. Zudem sind Offenstallpferde fitter als Boxenpferde. Natürlich alles unter der Voraussetzung, dass der Offenstall über ausreichend große Fläche verfügt, nicht überfüllt ist, die Gruppe sich versteht und qualitativ einwandfreies Futter zur Verfügung steht. Meiner Meinung nach ist ausschließlich die Offenstallhaltung eine artgerechte Haltung für Pferde. Denn nur eine gut durchdachte Offenstallhaltung gewährleistet zumindest die Möglichkeit, dass sich das Lauftier Pferd, was übrigens zum Fernwanderwild gehört, frei und so oft es will bewegen kann. Boxenhaltung ist keine artgerechte Haltung, egal ob das Pferd tagsüber ein paar Stunden raus darf oder nicht. Reiten oder Bodenarbeit sind übrigens kein Ersatz für die freie Bewegung. In Boxenhaltung verschieben sich die prozentualen Anteile des Tagesablaufs der Pferde zum Teil sehr massiv. In freier Natur verbringen Pferde mit der Nahrungssuche und Aufnahme den größten Teil des Tages. Rund 14,5 Stunden bewegen sich wildlebende Pferde im langsamen Schritttempo von Pflanze zu Pflanze. Dies entspricht etwa 60% des Tages. Trotz Domestikation und Zuchtselektion unterscheiden sich die Grundbedürfnisse unserer Sport- und Freizeitpferde von jenen ihrer wilden Vorfahren kaum. Um die physische und psychische Gesundheit der Pferde zu erhalten, sollte sich die Haltung und Fütterung so nah wie möglich an der Natur orientieren. Die Offenstallhaltung entspricht am ehesten diesen natürlichen Rhythmen. Hier nimmt die aufgewendete Zeit zur Futteraufnahme in etwa dieselbe Zeit in Anspruch wie bei wildlebenden Pferden. In Boxenhaltung verschiebt sich diese Zeit um unglaubliche 42%, obwohl auch hier den Pferden Heu und Stroh zur freien Verfügung standen. Das heißt, es werden nur noch 15% des Tages zur Futteraufnahme verwendet. Chronische Erkrankungen und Verhaltensstörungen können die Folge sein. Wobei man diese deutlich verminderte Futteraufnahme vermutlich bereits als Verhaltensstörung bezeichnen könnte. Ich fasse noch einmal das Wichtigste zusammen. Artenreiches Heu entsteht nur auf extensiv bewirtschafteten Flächen. Kräuter müssen aussamen können. 1-2 Schnitte pro Jahr sind das Maximum. Der Schnittzeitpunkt sollte Ende der Blüte erfolgen. Die Nutzungselastizität steigt mit der Artenvielfalt. Frisches Grün enthält das Maximum an Nährstoffen. Deshalb ist der Weidegang im Sommer sehr wichtig für die physische und psychische Gesundheit der Pferde. Eine optimale Futterverwertung findet nur unter optimalen Haltungsbedingungen statt.
Natürlich gehört auch Wasser zu einer artgerechten Fütterung, denn ohne Wasser gäbe es kein Leben. Wasser ist Baustein der Zellen. Es bildet die Grundsubstanz der Zellen, sodass diese nur funktionieren können, wenn sie ausreichend Wasser enthalten. Es ist ein Lösungsmittel für zahlreiche Stoffe, Transportmittel und an der Regulation des Wärmehaushalts beteiligt. Deshalb sollte Pferden immer ausreichend sauberes Wasser zur Verfügung stehen. Ob man nun aus Kübeln oder Selbsttränken Wasser anbietet, bleibt jedem selbst überlassen. Doch es muss immer zur Verfügung stehen. So, nun kommen wir zum Ende unseres ersten Teils. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr nehmt ganz viele neue Erkenntnisse mit. Im zweiten Teil werden wir uns dann mit den Mineralfuttern beschäftigen, ob euer Pferd ein Mineralfutter braucht oder nicht, mit den Makro- und Mikronährstoffen und ob man mit Kräutern ein Mineralfutter ersetzen kann. Abonniert meinen Kanal und immer dran denken, Augen auf beim Futterkauf!